Center Kulinarer Schwenningen. Immer gut drauf. Ja, Alex, fangen wir mal mit dem schönsten Moment an in den vergangenen Tagen und Wochen. Wie war es, dein Tor gegen die Adler Mannheim? Ja, es war natürlich ein schönes Gefühl. Ich glaube, war auch wichtig, zu einem wichtigen Zeitpunkt das Tor. Und ich glaube, dass es auch den ganzen Fans und uns drumherum das Spiel einfach mal gut getan hat, ja, ein Spiel zu gewinnen und natürlich auch eine tolle Leistung abzuliefern. Was geht nach so einem Spiel, nach solchen tollen Momenten, was geht da in der Kabine ab? Ja, wir waren natürlich erstmal froh, dass wir diese Niederlagenserie beenden konnten. Aber ich glaube, viel Zeit zu feiern war jetzt auch nicht, weil wir ja auch am Freitag wieder ein wichtiges Spiel gegen Augsburg haben. Und natürlich, ein Spiel macht keine gute Saison. Und von daher wollten wir natürlich jetzt am Freitag gleich wieder nachlegen. Du hast gerade jetzt schon angesprochen, das Spiel gegen Augsburg. Danach geht es gegen deinen Ex-Club Wolfsburg. Wie sieht die Strategie aus? Spielt ihr voll auf Sieg? Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind nicht in der Position zu sagen, wir nehmen uns mal ein Spiel jetzt raus. Wir wollen natürlich diese Euphorie, die jetzt am Sonntag entstanden ist, mitnehmen und natürlich auch am Freitag gleich in Augsburg Punkte mitnehmen. Und dann werden wir uns auf Sonntag konzentrieren. Mit deinem Engagement hier in Schwenningen schließt sich ja für dich auch irgendwo ein Kreis. Du hast hier das Eishockeyspielen gelernt, bist dann früh mit 14 schon nach Berlin gewechselt. Nur die Heimatgefühle können es nicht gewesen sein, als du gekommen bist. Was hat dich bewogen dazu, hier bei den Wild Wings anzuheuern? Ja, ich glaube, Paul Thompson und Jürgen haben mich sehr früh kontaktiert und haben mir gesagt, dass sie hier was Neues, einen Neuanfang starten wollen und ob ich Teil des Ganzen sein will. Und dann dachte ich, für mich ist es natürlich auch gut, nach den ganzen Verletzungen in Wolfsburg mal einen Neuanfang zu haben. Und gerade auch, ja, die Heimatgefühle spielen natürlich auch schon eine kleine Rolle. Ich kann wieder ein bisschen Zeit mit meiner Familie und das ist natürlich für mich Lebensqualität und deswegen bin ich froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Du besuchst auch jetzt deine Familie regelmäßig, du hast ja, glaube ich, was nachzuholen auch oder deine Freunde, das tut sicher auch gut, oder? Ja, natürlich, ich glaube, sonst hatte man immer viel mit den ganzen, mit der Mannschaft zu tun und mit den Eishockey-Freunden, sage ich mal, und jetzt, wenn es mir mal nicht gut geht oder auf dem Eis es mal nicht ganz so gut läuft, dann kann man eben auf Familie und Freunde zurückgreifen und das mache ich zurzeit auch viel, bin viel bei meiner Oma, bei meiner Mama und auch mit Schulfreunden mal essen und von daher ist es natürlich für mich umso schöner hier. Wäre es für dich einer deiner Wünsche, mal mit deinem Bruder nochmal zusammenzuspielen, mit deinem jüngeren Bruder Daniel, am besten hier in Schwenningen? Ja, das wäre natürlich schön. Ich habe jetzt noch 2 Jahre hier Vertrag und hoffentlich, dass wir das vielleicht noch schaffen, irgendwie mal zusammenzuspielen und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, er ist ein guter Charakter, er würde auch gut hier reinpassen und dann hoffe ich dann natürlich, dass wir das vielleicht in Schwenningen irgendwann hinkriegen. Du bist mit Berlin 4-mal Meister geworden. Waren sicher unvergessliche Erlebnisse. Aber einmal mit Schwenningen den Titel zu holen, das würde wahrscheinlich alles toppen, oder? Ja, natürlich. Die 4 Meistertitel sind natürlich, die werde ich nie in meinem Leben vergessen, aber wenn es natürlich mit Schwenningen dann passieren würde, das wäre das Größte. Okay. We'll be right back.